Das ist der Staats- und Domchor zu Berlin. Ein Knabenchor. Also alles Jungs, Buben, Kerle, oder? Genau diese Frage musste heute ein Gericht beantworten. Eine Frau kämpft darum, dass ihre Tochter da aufgenommen wird. Wohlgemerkt ein Mädchen. Die Künste in diesem Fall nicht ganz so frei. Wir dürfen nicht sagen, hören wir von Chorknaben. Auch Eltern seien gedrängt worden, sich den Medien fernzuhalten, erfahren wir. Ein offenbar erbitterter Prinzipienstreit, ausgelöst durch diese Frau. Mutter und Anwältin eines 9-jährigen Mädchens, das in einem Knabenchor singen will. In dem Berliner Knabenchor. Eigentlich geht es um Bildung. Es geht um Bildungschancen. Es geht um eine hochwertige musikalische Ausbildung, von der bislang beim Staats- und Domchor Mädchen ausgeschlossen sind. Und die Frage ist natürlich, ist das heute noch zeitgemäß? Der Staats- und Domchor zu Berlin, einst königlicher Knabenchor mit Wurzeln bis zurück ins 15. Jahrhundert. Heute Teil der Universität der Künste, also vom Steuerzahler finanzierter Staatsbetrieb. Somit gebunden an das Grundgesetz, das die Benachteiligung eines Mädchens nur wegen ihres Geschlechts verbietet. Man hat auch die stimmlichen Unterschiede untersucht und hat herausgefunden, dass es keinen hörbaren Unterschied gibt, wenn die Ausbildung die gleiche ist, wenn das Repertoire das gleiche ist. Und deshalb ist die Frage, warum darf man Mädchen ausschließen? Wir sind der Auffassung, dass es eine verfassungswidrige Diskriminierung ist. Doch Chorleiter Kai-Uwe Jirka widerspricht. Er lehnte das Mädchen persönlich ab. Die Stimme passe nicht zum besonderen Knabenchorklang. Schon von Volumen und Klangkraft her entspreche sie nicht seinem Ideal, so der steuerfinanzierte Professor, der sich auf seine Kunstfreiheit beruft, sich aber nicht vor Fernsehpublikum äußern will. Die Kunstfreiheit geht so weit, dass man einen Künstler nicht zwingen kann, etwas anders zu produzieren, als seiner Inspiration und seinen Vorstellungen, seinen Visionen entsprechend von ihm gewünscht wird. Und in dem Rahmen hat der Dirigent natürlich die Wahl der Stimminstrumente, wenn Sie so wollen. Eine Klarinette passe auch nicht in ein Streichquartett, so auch der Dekan der UdK. Schon das Vorsingen des Mädchens unter keinem guten Stern, denn Mutter hatte schon vorher Klage eingereicht. In Folge kaum Raum für platonische Erkenntnis oder aristotelische Mäßigung. Die Stimme sei wörtlich ausbaufähig, aber es fehle die Spitzenbegabung, so der Chorchef. Die Beklagte hat geltend gemacht, dass das Geschlecht allein nicht der maßgebliche Grund gewesen sei. Maßgeblich sei vielmehr gewesen, dass beim Vorsingen deutlich geworden sei, dass das Mädchen, also die Klägerin, nicht das Klangbild eines Knabenchors erreichen könne, dass die Stimme das eben nicht hergebe und dass auch der Ausbildungsstand nicht die notwendige Exzellenz erreiche, die für die Aufnahme in den Konzertchor erforderlich sei. Nicht wegen ihres Geschlechts sei das Mädchen abgewiesen worden, urteilte das Gericht, sondern weil sie das Klangbild nicht bringe. Doch die Ausrichtung des Klangbildes eines Chores gehöre zur Kunstfreiheit, die Klage deshalb abgewiesen.